Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Sag mir, au, naja, das war klar, dass er mich verhauen tut. Ray ist wieder mal verschwindet. Keine Ahnung, wo der Kerl ist. Wir versuchen. Ah, da ist er. Einmal spawnt er. Liste, wenn du rufst, alles gut. Wir haben den Energieverstärker und möchten den gern zum Questgeber zurückbringen. Oder überhaupt geben. Da es sich hierbei um eine Mutprobe handelt. Jo, würde sagen, wir sprinten halt einfach mal. Da vorne dürfte er schon sein. Hallo. So. Da ist er. Hallo, Roger. Ich bin im Konverter gewesen. Was? Und du hast das überlebt? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der lebend wieder da rausgekommen ist. Ich habe die Mutprobe bestanden. Du hast das Teil tatsächlich. Respekt. Du bist wirklich ein ganz harter Hund. Ja. Ich habe ehrlich gesagt mehr als gezweifelt. Danke. Hier, das bin ich dir schuldig. Super. Was kannst du mir sonst über die Wüste sagen? Sie ist ein beschissener Ort. Wenn du irgendwo einigermaßen sicher pennen willst, geh ins Vor. Das ist östlich von hier. Jo, danke. Sprenggranate nehme ich gern mit. So. Ich glaube, wir schlafen eine Runde. Bis zum nächsten Morgen pennen. So. Gutes Nächtle. Noch eine Sprenggranate. Das ist super. Nehmen wir gerne mit. Das sind ein paar Müllsäcke zur Dekoration. Die kann man immer brauchen. Fein. Ja. Passt. Haben wir scheinbar alles mitgenommen, was wir brauchen. Sehr gut. Gut. Quest geschafft. Dann gehen wir zur nächsten. Ne? Was hätten wir denn noch? Edan. Ist nur mehr Weg eines Erzberserkers. Dann fehlen nur noch die Hauptmissionen. Ne? Die Macht der Mitte. In der Mitte aller Länder gibt es eine strategische Siedlung, bla bla, hoppala, Entschuldigung, bin am Mikro angestoßen. Eine Festung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, bla bla, mein Unterstützpunkt, bla bla, versuchen dort ansässige Menschen davon zu überzeugen, mich zu kämpfen. Rachefeldzug. Verraten noch mehr. Oh, au, Alter, du Sauviech, dreckig. So. Na, nicht Ray hauen, spinnst. So. Alter. Mal lesen kann man da, saufig. So, ja. So, also, Hauptmission. Rachefeldzug. Kallax hat mich verraten. Mehr noch, er hat versucht, mich zu töten. Ich werde nicht eher ruhig gehen, bis er vor mir im Dreck liegt. Das ist die Triebfeder, die mich weitermachen lässt. Es wird ein langer Weg durch viele Widrigkeiten. Ich bin schwach und muss zu meiner alten Stärke zurückfinden. Um meine Rückkehr vorzubereiten, bla bla. Ja, das ist erst viel, viel, viel später. Die Mitte also. Ah, da gibt's noch mehr. Bergungsarbeit. Der Mechaniker Harley. Ja, richtig, genau. Ein Wrack. Genau, das hatte ich komplett vergessen. Ah, das ist super. Kampfkoloss der Baureihe 7300. Na, gute Nacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den umhauen müssen. Ja, das wird schön. Das wird schön. So. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Ja. Kommt öfters mal vor. Ja, ja, ich glaube, das ist wirklich das Ding da oben. Wow. Hoppala. Das wollte ich so eigentlich nicht. Lalala. Da. Ein schneller Sprint. Die Frage ist, ob wir jetzt da stark genug sind mittlerweile, um das Mistviech da oben platt zu machen. Da hat uns ja schon einmal den Hosenboden aufgerollt. Okay, mehrmals. Ja. Werden wir sehen. Irgendwo da vorne ist schon das gute Stück. Ich werde dann mal speichern. Auf einen anderen Speicherplatz. Hier. Jawohl. So. Ja. Und werde gleich mal die Plasma-Ding ausrüsten. So. Dann hoffen wir mal das Beste. Das Biest kaufe ich mir.
Er scheint keinen Fernangriff zu haben. Was wieder super für uns ist. Na doch, er hat. Er hat. Er hat. Schade. Hat er doch. Hat er alles. Ist die Frage, ob ich das hätte ausweichen können. Warte mal. Bessere Vorbereitung wäre auch nicht schlecht. Feuerresistenz überleben. Strahlung, Angriffsgeschwindigkeit. Boah. Der wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. So. Dann wäre Essen wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Etwas, was mehr heilen täte, tun. Hochleistungssuppe. Wärmende Suppe, Schnaps, Brause. Starker Schnaps, was kann der? Unverkäuflich. Aha. Quest, glaube ich, ne? Ja, Missionsgegenstand. Meh. Dann halt die, ne? Ah, das ist die Hochleistungssuppe, okay. Was? Die wollte ich eigentlich nicht. Wurscht. Ist egal. Ja. Okay. Gut. Das wird spannend. Ich glaube, wir nehmen Steam. Wow. Ich habe auch gar keine Tränke mehr, fällt mir gerade so auf. Ich habe eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich bin eigentlich arm wie eine Kirchenmaus. Kann ich wieder aufstehen? Nein, ich bin hin. Okay. Ich glaube, ich sollte mir zuerst Tränke brauen gehen, hä? Bevor ich mich dem Kerl da anlege. Wäre vielleicht dienlich. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz bei den Berserkern vorbei. Lalala. Hier, die Schmiede. Ja, bitte. Schauen wir uns erstmal da vorbei. So. Und versuchen ein paar Tränke zu brauen. Ich hoffe, das klappt. Also, die Werkbank. So. Warte. Achso, führen, ja. Ich dachte schon ausbauen, ne, oder so. Ringe, Steine, Elixiere. Super. Das klappt ganz toll. Wir haben nämlich nichts. Da fehlt noch was. Da können wir 5 machen. Okay. Dann. Da fehlt noch was. Ja. Dann, so. Dann, großer Heiltrank. 3 immerhin. Dann. Kleiner Heiltrank. 1, das ist auch nicht viel. Kleiner Elix-Trank, mächtiger Heiltrank. Geht gar nicht, oder? 1, na super. Ja, das wär's dann, ne? Steams. Wolfskraut Chemie, was kann denn das? Maximale Ausdauer. Lebenssaft. Gesundheit plus 100. Da fehlt Stachel an Haufen. Okay, Aufputschmittel. Das könnte man herstellen. Kampf plus. Das würde gehen. La Cucaracha. Überleben. Nehmen wir von mir das auch mit. Schrottsammler. Gegenstände erspüren. Aha, okay. Na, das brauchen wir glaube ich nicht. Schmuck. Amulett der Tarnung. Also muss man Goldschmied vor sein. Der
Tarnung, Geistgestalt. Mhm. Und was hatten wir hier noch? Blauer Stein, Sockel. Da brauchen wir aber viele Steinchen. Der blaue wird fast gehen. Ah, der gelbe meine ich. Bonusresistenz. Was könnte der blaue? Bonus Gesundheit pro Treffer. Kleiner blauer Stein. Ja, das wäre auch super gewesen. Haben wir aber nichts. Wir sind arm wie Kirchenmäuse. Wir haben gar nichts. Nix haben wir. Zahnrad-Dingens. Stufe 2 wird mir nichts bringen, weil... wir könnten den nicht führen, ne? Na, gar keine Chance. 64 Stärke und 44 Dingens. Sockel wird mir auch nichts bringen, weil der hat, glaube ich, gar keiner. Material und Geld hätten wir genug, aber da fehlt es halt. Können wir, apropos, ich gehe mal raus hier, wenn es geht. Wie schaut es denn mit uns aus? Wir haben ja Level Up gehabt. 21 Attributspunkte. Wie weit kommen wir denn dahin? Haha! Ja, gut. Vergiss es. Ich habe mir Gebrauch gehabt, 45 oder so, gell? Warte mal kurz. Na, will ich nicht. Werkbank nochmal schon. Ich muss mir das auswendig lernen, merken tun. Stufe 2. 44 Konstitution und 64 Stärke. Da wäre es besser, zuerst auf Stärke zu gehen, ne? Weil wir dadurch ja auch mehr Damage machen, ne? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ah, halt die Gosch. So, also mal alles, was wir haben. Dann werden wir nämlich auch stärker, ne? Übernehmen. So. Da geht nichts wahrscheinlich. Oh, doch, zwei gehen sogar. Sehr gut. Übernehmen. Passt, dann sind wir gleich näher an unserem Ziel. Gut. Ach ja, wie schaut's Level Up-mäßig aus? Um Gottes Willen, das dauert noch. Okay. Ja, viel Tränke haben wir nicht. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Eher schlecht wie recht. Aufputschmittel, ja, Miras. Tränke. Achso, warte. Großer Heiltrank. Na, das war zu viel, das war zu viel. Das wollte ich jetzt noch nicht. Und der normale Heiltrank. Boah, da haben wir echt viel. So. Wunderprächtig. Schön. Vielleicht könnten wir es nochmal wagen. Können wir noch irgendwas lernen? Technikkram. Ach, Klappe. Haben wir noch Lernpunkte übrig? Glaub nicht, ne? Tributspunkte sind weg. Ich glaube, Lernpunkte dürften wir auch keine mehr haben. Schön. Was für ein Level haben wir jetzt? Ach, ich vergesse immer zum Schauen. Level 22 war das, ne? Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Na gut. Ein weiterer Versuch. Vielleicht klappt es jetzt besser. Ich sehe zwar schwarz, aber wird schon werden. So. Es wäre schön, wenn wir den wegputzen könnten. Das wäre ganz famos. Das Meister aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja, macht nichts. Ha? Warte, da war was. Einmal Elektroschrott. So. Puh. Ne? Jetzt ist die Frage, ob wir uns an den anschleichen können, den irgendwie ausnocken könnten. Das wäre auch schön. Weil ich glaube, der steht mit dem Rücken zu uns, ne? Speichern. So. Ja. Passt. Hoppala, verkehrt. Ah, jetzt haben wir es.
So, vielleicht haben wir Glück. Er stünde mit dem Rücken zu uns. Oh, das war nicht gut. Ja. Na, können wir nichts machen. Ich hab's nur mal probiert. Am besten ist ihn anzuheizen, ne? Also anzuzünden. Gleich einen Steam verwenden, anzünden. Ja, wird schon werden. Also, wir nehmen mal den Steam. So. Und heizen den Typen an. Ja. Gemeinsam packen wir das! Hoppala. Ray? Das Biest kaufe ich mir! Ja, bitte. Du musst nämlich ablenken. Ja. Ja, Ray ist erledigt, das war klar. So. Läuft das Ding noch? Ja. Ah, ja, ich habe einen falschen Trank genommen. Aber ich glaube, das bringt sie nichts, ne? Da machen wir zu wenig Damage. Ich habe jetzt aber auch dreimal daneben geschossen. Vielleicht wäre es ja machbar. Aber dazu müsste Ray besser kämpfen können. Das Biest kaufe ich mir. Vor allem müsste dieses Gerät schneller nachladen. Ja, das war wieder voll für den Arsch. Ja. Na! Ja, Ray ist im Arsch. Ich bin auch schon im Arsch. Na, du sollst die Waffe wechseln, du Depp. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich mache und ich kann irgendwie... Wo ist er denn? Weg, weg, schweb, schweb, schweb! Ach, vergiss es. Wie besiegt man diesen Deppen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es da so ein Lähmungsdingens. Vielleicht geht sowas, ja. Munitionswechsel vielleicht. Ich muss mir das jetzt mal anschauen. Ja, sicher irgendwie, geht sicher irgendwie toll zum Besiegen. Ich muss nur herausfinden, warum, wie, was man da machen muss. Ja. Was hätte man denn da? Okay. Ich habe gar keine andere Munition für diese Waffe außer. Oder? Doch. Geht schon, oder? Die Munition hätte man. Ich muss nur wissen, was kann. Mann, ey, das ist wieder übel. Flammenwerfer. Was hast du denn da? Flammenball, Flammenfächer, Flammenstrahl. Was die einzelnen Munitionen können? Wahrscheinlich eine Rüstung plus 10. Körperschild. Magische Faust, Machtstoß. Wäre auch so ein Dingens. Schaden 100, Nahkampf. Das könnte man theoretisch auch verwenden, ne? Vielleicht, eventuell. Okay, das ist schon Nahkampf, ne? Ich kümmere mich darum. Gut, das klappt auch nicht wirklich. Flammenwerfer geht auch nicht so gut. Da wäre vielleicht mit Machtstoß besser. Ich muss probieren, was soll ich machen? Ich will das Viech jetzt tot haben. Kann sein, was will. Fertig. So. Also. Achso, Machtstoß. Meine Güte. Ah. So. Also, Körperschild, Machtstoß. Dahin. So. Das ist jetzt der Flammenwerfer, ne? Gemeinsam hacken wir das.
Oh Mann, ich bin zu langsam. Vier. Ah, das geht nicht. Aha, das geht nicht. Natürlich, ist logisch. Ist ganz logisch, freilich. Würdest du? Danke. Das ist echt übel. Das ist richtig übel. Wie sollst du den besiegen? Geht ja gar nicht. Vor allem das mit dem Elektrizieren da, das da. Jawohl, das wird gehen. Obwohl es geht. Man kann normal mit der Axt zusammenschlagen. Okay. Gut, dann werden wir das mit der Axt machen. Der macht gar nicht so wenig Damage, die Axt. Dann werden wir zuerst triggern mit dem Feuer. Mit dem hier. Und dann passt das schon. Das Biest kaufe ich mir. So. Würdest du? Würdest du? 8, 7, 7, 7, sauf runter den Dreck. Boah! 7, 7, 7, 7, 7. Ach, das dauert zu lange. Mann, das gibt's ja nicht. Jetzt komm ich da wieder nicht schmeißen. Das ist halt nicht. Das ist unglaublich. Vielleicht doch auch nochmal mit Machtstoß. Ich weiß selber nicht, wie ich machen soll. Das ist alles kompliziert. Es ist zu meh. Das ist zu bäh. Viel zu bäh. Tja. Dann halt nochmal. Ich kümmere mich darum. Trinken. Boah, wie ekelhaft. Trink. Ach komm. Na, das haut so nicht hin. Das haut überhaupt nicht hin. Da werde ich mir andere Quests suchen müssen, fürchte ich. Mann, ey, und ich habe keine Zeit mehr zum Rumprobieren. Ich habe gar keine Zeit mehr zum Rumprobieren. Jetzt hat es nicht hingehauen, oder was? Macht Stoß. Boah, ich krieg einen Schier. Na, das haut definitiv nicht so hin. Da brauche ich mehr Zeit. Ich lasse das gut sein. Okay, der Part war für die Fisch. Die ganze Aufnahmesession war für die Fisch. Oh Mann, ey. Ich habe keine Zeit. Naja, dann halt nächstes Wochenende. Ich hoffe, da geht's besser. Ihr Lieben, tut mir sehr leid. Das war echt ein Schuss in den Ofen. Alle beide Parts. Aber vielleicht wird's irgendwann besser. Ihr Lieben, das war's leider für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!